Yeah, I wanna get the Rari. What I know is just talk, what I know is just talk. Free, bro, shut it. I ain't up your night, talk. Grüße, Servus Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem erneuten Video vom guten alten Mowgli, auch Nuckelmeister, aka der Zutzler, aka Moji genannt. Wie geht's euch? Ich hoffe, euch geht's gut, Leute. Ihr seht, ich bin mal wieder auf der Suzuki drauf. Ich weiß, es kam wieder mal länger nichts von der Suzuki. Ich muss einfach wirklich zugeben, ich habe zurzeit so fucking viel Spaß. Der 701er, Digga. Also es ist ein Retalk, Shitman, wie immer bei mir hier. Wenn es mir halt einfach zurzeit mehr taugt, die 701er zu fahren, weil ich halt gerade so im Stunt-Game drin bin. Ihr wisst ja alle, was abgeht bei mir. Also ich bin da wirklich zurzeit so am Wheelies verfeinern, üben und so weiter mit Hinterradbremse. Also wenn mir das zurzeit mehr Spaß macht oder ich da mehr Interesse drin habe, dann mache ich das halt auch eben. Weil ich halt auch einfach denke, dass auch dann dementsprechend die Videos schmackhafter sind, wenn ich da mehr Spaß dran habe. Ja, heute ist ein sehr kritischer Tag, weil ich fahre gerade zum TÜV. Ich hoffe mal, an dem Motorrad stimmt alles. Also ich gehe mal schwer davon aus, dass ich den TÜV bekommen werde. Ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, an was es scheitern soll. Ich halte euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden. Also ich nehme euch da ja quasi mit so zum TÜV. Ihr könnt ja jetzt schon mal Wetten abschließen, ob ich den TÜV bekomme oder nicht. Ich setze einen Fuffi auf, dass ich ihn nicht bekomme. Nee, Real Talk, eigentlich müsste ich ihn easy bekommen. Also ich habe jetzt echt nichts Illegales hier an meinem Motorrad. Ja, doch bevor ich zum TÜV fahre, werde ich jetzt erstmal zur guten alten Allgut strawunzen, da ich nämlich keinen Tank mehr habe und die Suzuki mal wieder getankt werden muss. Summa summarum heißt es, dass wir jetzt ganz viel Zeit haben zum Quatschen. Was kann ich euch denn so erzählen? Also zuerst muss ich mich mal bei euch bedanken für den kranken Support schon wieder bei dem Moji Neon Hoodie. Kuss geht raus an jeden, der sich einen gekauft oder bestellt hat. Ich weiß gar nicht, wann dieses Video jetzt online kommt. Deswegen kann es gut sein, dass der Hoodie noch im Shop online ist, wenn das Video rauskommt. Wie gesagt, Leute, fühlt euch genuckelt, wenn ihr so einen wunderschönen Neon-Hoodie gekauft habt. Leute, es kommen sehr schmackhafte Videos auf euch zu. Also ihr könnt euch da auf jeden Fall freuen. Ich habe einiges in Planung für alle, die mir auf Insta folgen. Ihr habt ja schon gesehen, es wird höchstwahrscheinlich ein Video mit Gurkensohn kommen. Was wir da genau machen, sage ich euch noch nicht. Ich kann euch nur versprechen, das wird auf jeden Fall mal wieder richtig cringe, Alter. Und vor allem sehr unterhaltsam, denke ich mal. Was jetzt auch bald kommen wird, was ich schon unnormal lange machen wollte, ist Chicks klären mit der Ape. Ich werde das Video wahrscheinlich morgen schon aufnehmen. Also, wie gesagt, heute ist Donnerstag, morgen ist Freitag. Wahrscheinlich werde ich mir morgen die gute alte Ape schnappen und dann damit in die Stadt fahren und ein paar Chicks klären. Worauf ich auch mal wieder richtig Bock hätte und was so ein bisschen in Planung ist. Es wird ja jetzt bald die Moji Season 3 droppen, Leute. Und ich habe mir vorgenommen, wenn es alles durch ist, also wenn das Video gedreht ist, die Sachen online sind und so weiter, werde ich mal wieder mich aus Deutschland rausnuckeln und in irgendein anderes Land fliegen. Für alle, die die Dubai-Vlogs kennen, ihr wisst alle, was abgeht, wenn ich im Ausland unterwegs bin. Refbomb in 3, 2, 1. Oh, Scheiße! Ihr könnt mir auch gerne mal hier ein paar Reiseziele in die Kommentare schreiben. Wichtig ist nur, dass ich da auch irgendwie Motorrad fahren kann. Also wenn ihr jetzt irgendwie hier so Malediven schreibt oder sowas. Ja, das wird halt ein bisschen kritisch, da Motorrad zu fahren. Aber ja, Leute, ihr wisst, glaube ich, alle, was ich meine. Schreibt mir da gerne mal eure Vorschläge in die Kommentare. So, ich tanke jetzt erstmal und danach geht es auch schon weiter zum TÜV. So, Leute, Bike ist jetzt getankt. Ach, warte. Pollenallergie kickt gerade rein. Ich muss niesen. Oh Gott, bitte nies. Ja, Shoutout an meine Pollenallergie. Beste Leben, einfach kaum wird's wärmer. Man denkt sich so, Bruder, komm, lass doch mal raus an die schöne Luft hier an diesem schönen Tag. Und dann schippert die Pollenallergie rein, dass alles zu spät ist. Jetzt geht's auch schon weiter mit meinem heutigen Abenteuer TÜV. Ja oder nein, auf diese wundervolle Reise nehme ich euch natürlich mit. Digga, was laber ich eigentlich schon wieder für eine Scheiße, Alter? Leute, wie geht's euch? Ich habe mal wieder richtig Bock, mit euch zu quatschen, Alter. Vor allem habe ich auch mal wieder richtig Bock, Digga, zu streamen, Digga, auf Twitch. Aber zur Zeit, ihr wisst ja alle, ich bin in meiner neuen Wohnung jetzt. Roomtour kommt natürlich auch noch online. Da habe ich schon eine Abstimmung auf Insta gemacht. Ja, in meiner neuen Wohnung habe ich zwar schon Internet, aber das ist wieder mit so einem Gigacube. Und da reicht die Uploadrate einfach nicht für Streamen. Aber Leute, da bin ich sehr
zuversichtlich, dass das in der nächsten Zeit noch klappen wird. So Leute, ich habe es geschafft. Ich bin jetzt hier am TÜV angelangt. Ich würde sagen, dass wir uns einfach danach hören. Ich denke mal nicht, dass ich jetzt hier irgendwie filmen darf. Ja, also Leute, drückt mir die Daumen, wünscht mir Glück. Inshallah kriege ich TÜV. Bis gleich. So Leute, die TÜV-Prüfung oder die TÜV, wie nennt man denn sowas, Bestandsnahme, keine Ahnung, ist jetzt auf jeden Fall vorbei, Leute. Und jetzt wollt ihr natürlich wissen, habe ich meinen TÜV für die Suzuki bekommen? Oh, der ist echt dreckig, Alter, den muss ich mal wieder putzen. Komm, ich mach's einfach kurz und schmerzlos. Ja, ich habe ihn bekommen, Digga. War wirklich sehr entspannt, Leute. Schöne Grüße hier an Dekra. Digga, ich glaube, ich habe hier eine Ameise im Helm. Oh, shit. Ich habe meinen Helm voll auf den Boden gelegt und da waren Ameisen drauf und ich spüre gerade irgendwas an meinem Kopf krabbeln. Boah, das ist ekelhaft, Digga. Leute, könnt ihr die Ameise sehen? Ja, die war gerade in meinem Helm drin. Na, kleine Ameise. Verpiss dich. So Leute, ich bin back on the streets, man. Und für alle, die wissen, wo hier in München die Dekra ist, die wissen auch, was hier in der Nähe ist. Wie soll ich das sagen? Ja, hier sind gewisse Etablissements, wie zum Beispiel, Moment, hier rechts müsste gleich einer kommen. Ja, hier steht jetzt Caesar's World. Hört sich für mich an wie... Ich habe vorhin auch schon hier an der Straße die ein oder andere Prostituierte gesehen. Eigentlich wollte ich einen Anmachspruch raushauen. Dann dachte ich mir irgendwie, nee, okay, der ist ein bisschen drüber. Aber sowas ähnliches hatte ich eh schon mal vor. Und zwar will ich mal ein Video machen, wie ich quasi ins Nachtleben oder ins Rotlichtmilieu von München eindringe. Also nicht eindringe, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen falsch formuliert an. Nee, ich habe mal vor, einfach so zu Straßenstrichs zu fahren in der Nacht mit meinem Bike. Oder halt in gewisse Gegenden, wo man die ein oder andere Prostituierte sieht. Also falls ihr Bock auf einen Prostituierten-Nacht-Vlog von Mowgli habt, dann schreibt es doch gerne in die Kommentare. Ich sehe jetzt schon, ich werde von irgendeinem Zuhälter da am Strich dann vergewaltigt. Am Ende stehe ich noch am Straßenrand. Oh, Hallöchen, my brother. Oh Mann, Leute, ich weiß noch, als ich damals noch keinen Motorradführerschein hatte und dann immer mit meinem Roller, den mir meine Eltern geschenkt haben, das war so ein richtig abgefuckter Drecksroller, Alter, so ein richtiges Drecksding. Ich war trotzdem glücklich damals damit und da weiß ich noch, da bin ich im Sommer immer zur Uni gefahren, also in die Stadt rein. Und jedes Mal, als ich mit diesem Roller gefahren bin, gab es Minimum einmal diesen Cringe-Moment, als ich an der Ampel stand und einfach so eine BMW S1000RR neben mir stand und ich dachte mir so, Bruder, da muss ich aber mal direkt los, Alter, wollte ich am liebsten meinen scheiß Roller umkicken und mit der U-Bahn zur Uni fahren. Nee, das war schon eine lustige Zeit, Leute. Ich will meinen Roller hier auch gar nicht irgendwie schlecht machen. Ich meine, zur Uni gebracht hat er mich ja immer, also fast immer zumindest. Mit dem Schätzchen hätte ich eigentlich auch mal einen Motovlog machen müssen, aber leider habe ich den nicht mehr, weil ihn meine Eltern wieder verkauft haben. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich bin gerade irgendwie voll glücklich. Ich weiß auch nicht, wieso. Es liegt wahrscheinlich an dem schönen Wetter und meiner Pollenallergie. Leute, wie gesagt, was habe ich gerade gesagt, Digga? Ich bin schon wieder so am Sack, Alter. Ich kann nicht klar denken. Oh Gott, jetzt fahre ich auch noch fast hier in die Wiese rein. Leute, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich nuckel an all euren Ohrläppchen, bis sie weg sind. Also, bis zum nächsten Video. Heider kann man und peace. You're my eyes so cold and my wrist so frozen, it's all me.